Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei dem Video im Rahmen unserer Covid-19-Reihe in dieser Woche gab es ein Problem mit dem Livestream. Deswegen konnten die ersten zwei Folien nicht mit aufgezeichnet werden. Ich blende sie jetzt nachträglich ein. Bitte entschuldigt die unterschiedliche Videoqualität. Ab Folie 3 geht dann der live mit aufgezeichnete Vortrag dann weiter. Zu Gast war Professor Drechsler aus dem Institut für Virologie an der Charité in Berlin. Dort leitet er die Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunkt Virusepidemiologie. Für seinen fakten- und erkenntnisreichen Vortrag danke ich ihm sehr. Professor Drechsler hat gesprochen über die Ursprünge neuartiger Viren mit Fokus auf das SARS-CoV-2 und hat zu Beginn herausgearbeitet, dass der Großteil der humanpathogenen Erreger tierischen Ursprungs sind, die einen Wirtswechsel durchgemacht haben und dann auch den Menschen befallen. Also Zoonosen sind keine Marotte der Infektiologie, sondern ein Regelfall, was die Entstehung neuer Pathogene des Menschen angeht. Und jetzt müssen Sie sich natürlich fragen als Humanvirologe, wo wollen Sie denn gucken? In welchen Tieren könnten denn Pathogene entstehen, die für unsere Gesundheit relevant sind? Und das ist ein stilisierter Säugerstammbaum. Und alles, was Sie hier sehen müssen, ist, dass der ganz schön groß und ganz schön bunt ist. Das sind alles verschiedene Gruppen und Ordnungen an Säugern. Es gibt etwa 5500 Säugerarten auf dem Mensch. Und wir, der Mensch, da geht ein Pfeil zu diesem Kreis, wir sind eine von vielen, vielen Arten der Primaten und eben auch nur eine von diesen etwa weit über 5000 Säugetierarten. Das heißt, das Ganze ist im Prinzip unendlich. Und es ist absolut notwendig, dass wir hier uns, wenn wir uns überlegen, woher kommen denn jetzt Viren oder Pathogene, Bakterien, die für uns relevant sind, dass wir versuchen, Eingrenzungen zu machen und dass wir versuchen, vorauszudenken, was besonders relevante Reservoire sein können. Und an der Stelle möchte ich Ihnen gerne einen Stammbaum zeigen. Und zwar nur deshalb, weil ich auf den nächsten Folien durchaus, ohne Sie quälen zu wollen, möchte ich Ihnen ein paar evolutionsbiologische Analysen zeigen. Und nur damit Sie mir da alle folgen, möchte ich Ihnen einfach kurz nur das Prinzip solcher Stammbäume zeigen. Sie sehen hier die Entstehung der Menschenaffen oder einiger Menschenaffen. Der Stammbaum hat also im Prinzip die Astlänge, das sind so Äste eines Baums. Der Baum hat einen Stamm und verzweigt sich nach oben in die Krone. Und die Länge dieser Äste entspricht der genetischen Distanz. Je länger so ein Ast zwischen zwei Taxa, also zwischen zwei Viren oder in diesem Fall zwei Menschenaffen ist, umso weiter entfernt sind diese beiden Arten genetisch oder was immer das Taxon ist, voneinander genetisch. Und auch die in der Vertikalen steckt Information, nämlich etwas zur Diversität, um das mal simplifiziert darzustellen. Also das sind eben, hier sehen Sie die Entstehungsgeschichte des Menschen, also unser nächster Verwandter, der Schimpanse, die einen gemeinsamen Vorfahren haben, der vor etwa 6,5 Millionen Jahren existiert hat. Dann der Vorfahre mit der Abspaltung zum Gorilla und zum Orang-Utan und so weiter und so weiter. Also das ist eine Phylogenie oder ein Stammbaum. Und wir werden uns im Verlauf ein paar solcher Stammbäume angucken. Und jetzt mal zurück zu den 5500 Säugetierarten. Ich habe ja gesagt, man muss sich ein bisschen überlegen, wie man das klassifiziert. Es ist absolut sinnlos, davon auszugehen, dass wir jetzt alle Säuger des Planeten, also alle Arten und auch in ausreichender Anzahl und geografischer Abdeckung immer wieder screenen könnten, untersuchen könnten, um zu sehen, wo sind sie denn nun, die gefährlichen, bösen, neuen Erreger. Und es gibt aber eine Möglichkeit, glaube ich, zu simplifizieren. Und das ist erstmal nicht schlecht. Wir können uns also überlegen, dass verschiedene Gründe dazu führen können, dass Reservoire für den Menschen, für die menschliche Gesundheit relevant sein können. Ich habe drei hier genannt: Evolution, Exposition und Ökologie. All das sind Beispiele. Es gibt natürlich noch viel mehr Klassifizierungen, die wir hier anstellen könnten. Und es ist im Rahmen der Fortbildung sicherlich nicht falsch, das erstmal begreifbar zu machen. Ich gebe Ihnen Beispiele für alle drei Kategorien auf den folgenden Folien. Also fangen wir an mit der Exposition. Ein klassischer zoonotischer Erreger ist das Hepatitis E-Virus. Und in unseren Breiten, nicht in den Tropen, also bei weitem nicht in den Tropen, aber hier in Westeuropa zum Beispiel ist das ein klarer zoonotischer Erreger, der wird aus Rotwild, aber vor allem von Schweinen auf den Menschen übertragen. Und deshalb habe ich hier diese Folie von einem alten Review von Harry Dalton, diesen roten Pfeil reingemalt, wo vom Schwein ein Weg zum Menschen gezeichnet ist. Also Menschen akquirieren Hepatitis E-Virus-Infektionen durch Kontakt mit infizierten Schweinen oder Schweinefleisch.
Und das meine ich einfach mit Exposition. Man muss eben den Tieren auch ausgesetzt sein. Das zweite wäre die Evolution. Und das ist, damit ist was ganz Simples gemeint. Nämlich es geht darum, dass ein Pathogen es leichter hat, zwischen verschiedenen Wirten zu wechseln, wenn diese Wirte genetisch miteinander verwandt sind. Sie sehen das hier in diesem Stammbaum gezeichnet, in einem Übersichtsartikel von 2014, wo einfach hier in Rot der Infektionserfolg gezeigt ist, und hier sehen Sie eben diesen Stammbaum zwischen zwei verwandten Arten. Also mit anderen Worten, je näher ein Virus in einem Wirt ist, je näher dieser Wirt uns ist, umso leichter ist es wahrscheinlich, dass dieses Virus auch uns infizieren kann. Und dafür gibt es ein Beispiel. Und ich gehe am Anfang schon auf HIV ein. Ich komme am Ende nochmal dazu, der Weiterbildung. Sie wissen als Studierende, als Mediziner, dass es verschiedene HIV-Viren gibt. Wir unterscheiden in HIV-1M die Gruppen M und N sowie O und P. Die Gruppen M und N kommen aus einem Schimpansenreservoir. Die Gruppen O und P aus Gorillas, während alle neuen Genotypen von HIV-2 wahrscheinlich einzelne zoonotische Einträge in den Menschen sind aus Mangaben, also aus niederen Affen, als in Menschenaffen. Und das ist natürlich, finde ich, sehr beeindruckend. Also das heißt, wenn Sie das zusammenzählen, haben Sie wahrscheinlich 13 individuelle, erfolgreiche Einträge von Affenviren in den Menschen, die auch noch danach von Mensch zu Mensch übertragbar waren. Woraus schließt man denn, dass die jetzt aus diesen verschiedenen kommen? Kommen Sie da jetzt drauf? Oder? Nein, ich wollte es nicht zu kompliziert machen. Auch hier sehen Sie die Evidenz in den Stammbäumen. Also in den Reservoiren erkennen Sie eine hohe Diversität. Also das war das, was ich mit dem Vertikalen meinte, mit dem Stamm. Das heißt, in den Affen existiert ganz viel Variation von Vorläuferviren. Und Sie können aus diesen Stammbäumen zweifelsfrei in vielen Fällen erkennen, woher der Mensch denn nun, also wo der Ursprung des menschlichen Virus ist. Virus. Und so sehen Sie das eben, so können wir das eben nachzeichnen für eigentlich alle HIV-Viren des Menschen. Und das soll eben nur nochmal zeigen, dass sind Viren, die in unseren nächsten Verwandten im Tierreich entstanden sind und es offensichtlich sehr erfolgreich geschafft haben, uns zu infizieren. Wie gesagt, wenn Sie jetzt vier Gruppen von HIV-1 zusammenzählen mit den neuen Genotypen von HIV-2, dann sind das eben 13 einzelne Eintragungen. Und das sind ja die wir heute sehen, das heißt die, die erfolgreich waren und also von Mensch zu Mensch übertragbar waren und Menschen krank gemacht haben. Wer weiß, wie oft die Evolution so da quasi das versucht hat. Man muss dazu an dieser Stelle vielleicht auch sagen, das ist nicht ganz korrekt ausgedrückt. Die Evolution will ja nichts. Ne? Evolution passiert aufgrund der lokalen Gegebenheiten und vieler Umstände. Aber es muss sehr oft passiert sein, denke ich, dass solche Retroviren wie das HIV zumindest aus dem Tierreich in den Menschen mal gekommen sind, wenn es 13 erfolgreiche gegeben hat, die wir heute sehen. Ich zeige Ihnen auf der nächsten Folie auch, warum das plausibel ist. Also vielleicht plausibler, als man erst mal denkt. Und kann man sagen, dass da irgendwie residuell noch genetisches Material auch von diesen Affen dann sozusagen auch übertragen wird dann auf den Mensch, dass man daraus schließen kann auch, dass das sozusagen von diesem Affen kommt? Oder? Nee, da schauen Sie sich tatsächlich das Virus an. Es kommt nicht das Affenmaterial zum Menschen, sondern das Erbgut dieses Virus können Sie eben wieder vergleichen mit dem Erbgut der Viren in den Affen und können daraus rekonstruieren, wie und sogar wann das passiert sein muss. Also das kann man inzwischen mit bioinformatischen Werkzeugen sehr genau kalkulieren. Okay. Sie können inzwischen auch sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit und sehr genauen Analysen, wo das passiert ist. Also bei dem wichtigsten HIV-Virus, HIV-1-Gruppe M, das ist das Virus, das die Pandemie macht, also den Großteil der Infizierten weltweit, wissen wir im Prinzip, wann das passiert ist, vor 100 Jahren. Wir wissen, wo es passiert ist, in der Demokratischen Republik Kongo. Wir wissen aber auch die Region, in der das passiert sein muss. Wir können nachzeichnen, wie das Virus sich ausgebreitet hat, indem wir die Genome solcher Viren charakterisieren. Zum Beispiel aus alten Proben aus den 60er und 70er Jahren, die in Formalin fixierte Lymphknoten proben, in denen man dann eben Virus finden konnte. Und man kann eben sehr genau nachzeichnen, wann und wo das passiert ist. Mhm. Und ich wollte auf dieser Folie, die zeigt Ihnen einfach nur, wie Menschen auf einem afrikanischen Markt Affen zerteilen, weil in Afrika muss man sagen, in vielen Regionen gibt es sehr wenig Möglichkeiten, an proteinreiche Nahrung zu kommen und darum werden eben viele Tiere gegessen, die man jetzt bei uns in Westeuropa nicht regelmäßig zumindest auf dem Speiseplan findet und dazu gehören eben auch Affen.
aus purer Notwendigkeit. Und auf diesen Märkten sind eben nicht immer die hygienischen Bedingungen so, dass man einen Blutkontakt zwischen den Tieren, die zerteilt werden, und dem zerteilenden Menschen ausschließen kann. Und das mag erklären, warum ein eigentlich ja viel schwerer übertragbares Virus als das SARS-CoV-2, wir kommen darauf im Detail zu sprechen gleich, aber solche blutübertragenen Viren sind natürlich viel, viel weniger übertragbar zwischen verschiedenen Wirten, sei es jetzt Mensch zu Mensch oder ein anderes Tier zu Menschen, als eben so ein atemwegsübertragenes Virus wie die SARS-Coronaviren. Und insbesondere SARS-CoV-2. Also das wollte ich nur mal sagen, zum Beispiel Evolution. Wir hatten Exposition, jetzt hatten wir Evolution. Und jetzt komme ich zu dem, was ich mit Ökologie meinte. Mit Ökologie meine ich eigentlich nur, dass es bestimmte tierische Reservoire gibt, die für Pathogene Vorteile bieten. Dazu gehört zum Beispiel manche Nagerarten. Es gibt, ich simplifiziere hier ganz radikal, es gibt weit über 2250 Nagetierarten. Das ist die artenreichste Ordnung der Säugetiere. Diese Arten haben natürlich sehr viele verschiedene ökologische Bedingungen. Also viele Arten haben eben nicht so viele Junge, aber manche Nager haben eben große Würfe. Das heißt, es gibt viele Junge und vielleicht auch mehrere Würfe pro Jahr, insbesondere in den tropischen Regionen, wenn ausreichend Nahrung vorhanden ist. Und das ist für Pathogene, unter anderem für Viren, aber auch für Bakterien und für Parasiten, eventuell ein großer Vorteil. Weil Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel die Nagetiermutter infiziert ist mit einem gewissen Pathogen, dann muss das Pathogen es ja nur schaffen, zu warten, bis die maternale Immunität in den Jungen abgeschwächt genug ist, damit es auf diesen plötzlich vorhandenen großen Pool an suszeptiblen Individuen zu diesen Individuen übertragen werden kann und eben dann weiterverbreitet wird. Und darum ist eben die Ökologie solcher mancher Nagerarten sehr interessant. Und Sie sehen hier noch ein Bild von Remy aus dem Film Ratatouille, der hier gerade eine Suppe macht. Und manche Nager, und da meine ich insbesondere Ratten, das wissen Sie, wenn Sie in den Tropen mal gelebt oder gearbeitet haben, sind extrem invasiv und schrecken nun überhaupt nicht davor zurück, in menschliche Behausungen zu kommen und natürlich dort eine Nahrung auch zu suchen, also zum Beispiel in die Küche zu gehen. Und kontaminieren dabei gegebenenfalls die menschlichen Nahrungsmittel, sodass eben wieder dass die Menschen wieder exponiert sind gegenüber Nagerpathogenen. Denken Sie mal an die Pest als klassisches Nager-assoziiertes oder Ratten-assoziiertes Bakterium. Natürlich über den Rattenfloh, aber trotzdem ein klassisches Beispiel aus der Mikrobiologie, wie eben die Pest zu den Leuten nach Hause kommt. Und bei uns in Deutschland ist nun die Pest nicht mehr sehr häufig, glücklicherweise. In anderen Regionen der Welt ist das ja leider so. Wir hatten ja vor kurzem Pestausbrüche auf Madagaskar. Aber was für uns auch wirklich ein relevanter Ratten- oder Nagetier, Entschuldigung, nicht Ratten, aber Nagetier-assoziiertes Pathogen ist in der Virologie, sind Hantaviren. Hantaviren zeugen bei uns in Deutschland aufgrund der Hantavirus-Stämme, die bei uns zirkulieren, das sind zwei Linien oder zwei Stämme im Wesentlichen an Hantaviren, die sehr niedrig pathogen sind. Das ist im Rest der Welt nicht wirklich so. In Asien gibt es hochpathogene Hantaviren, die also die Niere befallen oder ein hämorrhagisches Fieber auslösen. Und auch in der neuen Welt, in Amerika, in beiden Kontinenten, beiden amerikanischen Subkontinenten, gibt es sehr, sehr, sehr pathogene Hantaviren, die das Herz und die an den Atemwegstrakt, auch die Niere befallen und sehr pathogen sind, wo bis zu 50% aller Infizierten sterben, also eine wahnsinnig hohe Letalität. Das ist bei uns glücklicherweise nicht so. Trotzdem sind Hantaviren auch in Deutschland immer wieder unter den Top 5 der meldepflichtigen Erkrankungen, übertragbaren Erkrankungen. Und auch hier in diesem Fall ist es eben so, die Nager sind, wenn sie infiziert sind, ihr Leben lang wahrscheinlich infiziert, ohne krank zu werden, scheiden das Virus in ihren Exkrementen aus. Und dann wird eben, wenn dieser Urin zum Beispiel trocknet, kann eben der Mensch beim Fegen, sagen wir mal beim Fegen seiner Scheune, eben diese Hantaviren einatmen und so sich infizieren. Darf ich eine kurze Frage stellen? Gerne. Also, Sie wissen ja, ich komme aus der Kardiologie und habe damit ja jetzt nicht bisher wenig Informationen gehabt. Das, was ich hatte, war aus dem Studium. Wenn wir jetzt diese Viren haben, bei den Hantaviren, wo Sie sagen, in anderen Bereichen der Welt können die schwerwiegende Folgen für Patienten haben.
dann stellt sich ja für, also mir stellt sich ja die Frage, liegt das daran, ob das einfach sagen, die endemischen Viren bei uns, die haben einfach nicht, sagen, die sind einfach, die machen einen nicht so krank? Oder liegt das daran, dass wir einfach, das ist dieser Begriff, dieser Hintergrundimmunität, sind wir einfach dagegen irgendwie besser ausgestattet oder nicht? Und weil die Frage ist, wenn das nur also eine Frage der Präsenz dieser Viren ist, dann ist das hier nur eine Frage der Zeit, dass die auch mal zu uns kommen und dann, dass wir davon auch Opfer werden. Wer weiß, wer weiß. Im Moment sind sie ja nicht zu uns gekommen, also bestimmte, also oder selten. Wir sehen selten schwere Hantavirusinfektionen hier in deutschen Patienten. Aber ganz, also erstmal ganz zum ersten Teil Ihrer Frage zurück. Ja, das liegt alleine an den Viren. Das ist also, oder im Wesentlichen an den Viren, um es mal vorsichtiger zu sagen. Es ist also nicht so, dass Sie sagen könnten, vielleicht sind ja westeuropäische Individuen besonders robust gegenüber Hantavirusinfektionen. Das sollte man nicht annehmen. Also wenn wir jetzt nach zum Beispiel nach Osteuropa, in zum Beispiel Richtung Russland gehen, wo deutlich pathogenere Hantaviren auch zirkulieren, und, neben niedrigpathogenen Viren oder nach Asien oder eben in die neue Welt, also wenn Westeuropäer sich dort infizieren, dann werden wir auch ganz genauso krank wie eben Individuen aus diesen Regionen. Ob die Viren zu uns kommen, werden wir sehen. Werden wir sehen. Also manche dieser Viren sind eben rattenassoziiert. Das Zoll-Virus gehört dazu zum Beispiel, das Zoll-Hunter-Virus. Und natürlich sind Ratten, reisen auf Schiffen um die Welt, in Containern. Mal sehen. Mal sehen, ob das mehr zu uns kommt. Im Moment haben wir es aber all die Jahre nicht gesehen. Es liegt in jedem Fall nicht an einer Herdenimmunität. Dafür ist das trotz, obwohl das eben jedes, es gibt alle paar Jahre hier eine Hantavirus-Saison, da sehen wir dann mehrere tausend gemeldete Erkrankungen und da die eben sehr milde verlaufen, ist klar, wir haben eine irre Dunkelziffer aus nicht gemeldeten asymptomatischen oder oligosymptomatischen Infektionen. Also das ist schon häufig, aber nicht in dem Maße, dass wir jetzt von der Herdenimmunität der deutschen oder westeuropäischen Bevölkerung ausgehen sollen. Vielen Dank. Sicherlich nicht. Genau, also das waren eigentlich einführende Beispiele, die ich Ihnen geben wollte. Jetzt einmal zum Abschluss Ökologie oder allgemein infektionsbiologischen Grundprinzipien nochmal zur Ökologie. Die Populationsdichte macht einen Unterschied für Erreger. Sie sehen hier all diese Augenpaare, das ist der Nilflughund, Rosettus aegyptiacus. Das ist der Wirt des Marburg-Virus. Das Marburg-Virus ist eng verwandt mit dem Ebola-Virus und genau wie das Ebola-Virus löst auch das Marburg-Virus sehr, sehr schwer und oft tödlich verlaufende hämorrhagische Fieber aus. Und in diesen Fledermäusen, Sie sehen hier eine Höhle, die ist voller Individuen. Und natürlich ist das für einen Erreger, solche großen Populationen auf so dichtem Raum, ein Heimspiel. Also das ist natürlich, besser kann es kaum kommen, denn hier wird wirklich, hier werden Erreger die ganze Zeit ausgetauscht zwischen susceptiblen Individuen in so einer großen Population. Und darum, das mag auch dazugehören, dass eben Sie schon auf diesen ersten einleitenden Folien ganz viele Fledermausbilder gesehen haben, weil die Ökologie dieser Tiere und die insbesondere die Tatsache, dass manche dieser Tiere sehr große Populationen machen, wirklich ganz besonders ist im Vergleich zu einem anderen Säuger, den Sie kennen. Sie sehen hier noch ein Bild, ein altes Bild von der Berliner Fennmeile. Als das noch ging. Als das noch ging, genau. Aber denken Sie an den Karneval, den wir gerade ja haben wir ja im Karneval im Rheinland auch Teile der Infektionsketten zurückverfolgen können auf eben Karnevalsfeiern. Und das ist nun mal was Menschen, wie eben manche Fledermäuse ganz gerne machen, dass wir uns in großen Massen zusammenballen. Und da sieht man halt, was das auslösen kann. Und ich glaube, das ist ganz wertvoll, sich das klarzumachen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel den Lockdown und die Kontaktmaßnahmen kritisiert, dass natürlich wir Pathogene übertragen in solchen Ansammlungen. Das muss einem einfach klar sein. Das ist nun mal so. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern in der Natur eben bei allen Arten, die so dicht gedrängt und in solcher Anzahl zusammenfinden. Auch dazu zeige ich Ihnen noch Beispiele. Jetzt gehen wir mal langsam in die Daten. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass wir über das Konzept reden, dass es rein menschliche Viren gibt. In den letzten 10 Jahren haben wir fast jedes Mal, wenn wir das gedacht haben, na, das ist doch jetzt ein Moment, da gibt's doch kein Tiervirus dazu, das ist doch nur ein Menschenvirus. Und ja, ich weiß, Menschen sind auch Tiere, ich simplifiziere das jetzt sprachlich. Also wir lagen fast immer falsch. Und ich zeige Ihnen ein paar Beispiele, wo Sie vielleicht nicht dran gedacht hätten, dass das eine Zoonose mal war. Ich sage ja nicht, dass es noch eine ist, aber es war mal eine. Das heißt, es wurde einmal, vielleicht vor 100 Jahren, vielleicht vor 1000 Jahren, auf den Menschen übertragen und hat sich dann gehalten in uns.
Das hier ist jetzt so ein Stammbaum. Das ist mal so ein richtiger Stammbaum. Und Sie sehen hier diese alte Zeichnung. Das sagt Ihnen, Sie sehen sofort, was das ist. Das ist also ein Kind mit Mumps. Und das ist eine Viruserkrankung, ausgelöst das Mumps-Virus. Und das Mumps-Virus im Stammbaum sehen Sie hier. Und vielleicht noch mal kurz erinnern an meine initiale Schemazeichnung. Die Anzahl der Viren in der Vertikalen sagt Ihnen etwas über Diversität. Alles, was Sie in diesem Stammbaum rot sehen, sind mit dem Mumps-Virus verwandte Viren aus Fledermäusen. Hier ist ein Beispiel einer solchen Fledermaus. Und alles, was Sie hier sehen müssen, ist, okay, das ist das Mumps-Virus im Mensch und der ganze Rest ist ja ganz schön rot. Und dann haben Sie, das ist nämlich genau das, was diese Folie aussagen soll. Also Sie, das ist das, und genau so sieht das für Ihre, also um auf Ihre Frage zu den HIV-Ursprüngen zurückzukommen. So ein Stammbaum lässt evolutionsbiologisch wenig Zweifel zu, was nun den Ursprung des menschlichen Mumps-Virus angeht. Es ist ganz klar, dieses Virus muss, all diese Verwandten sind Teil einer großen genetischen Diversität im Reservoir, in der die Natur seit wahrscheinlich ja Millionen Mumps-Viren und viele andere Viren, die damit verwandt sind, das ist die Gattung Rubula-Virus oder in dem Fall Ortho-Rubula-Virus, evolviert. Und hin und wieder findet halt eins dieser Viren seinen Weg in den Menschen. Und so eben irgendwann auch geschehen offensichtlich mit dem Mumps-Virus. Das ist ein Beispiel. Ich gebe Ihnen noch welche. Hepatitis A-Virus. Häufige Ursache einer milde verlaufenden akuten Hepatitis weltweit. Im Menschen und in einigen Affen unterscheiden wir 6 Genotypen. Die Unterscheidung in solche Typen sagt einfach nur, die sind genetisch voneinander verschieden. Also es gibt 6 verschiedene Viren. Und jetzt nochmal gucken, das ist der Teil eines, auch das ist ein Stammbaum, den ich gleich zeige. Das ist die gesamte Diversität, die gesamte genetische Diversität, die wir kennen, die uns infiziert, ist in diesem Teil. Diese Ästchen sind alle, all diese Länge dieser Äste sagt Ihnen etwas über die Diversität des Hepatitis A-Virus in uns. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wie es in den Tieren aussieht, in den anderen Tieren. Sie sehen hier Nagerviren in Orange, Igelviren in Grün, jede Menge Fledermausviren in Blau. Hier gibt es noch Spitzmausviren in Lila. Und sowas sagt Ihnen eben, genau wie bei HIV, genau wie bei Mumps, dass das Hepatitis A-Virus, das uns jetzt infiziert, damit sage ich nicht, um es nochmal zu betonen, dass wir uns jetzt an der Fledermaus anstecken und uns ein Fledermaus-Hepatitis A-Virus, uns mit einem Fledermaus-Hepatitis A-Virus infizieren, sondern es soll Ihnen nur zeigen, dass über die Jahrtausende dieses Virus in Tieren überlebt hat und irgendwann seinen Weg, wahrscheinlich relativ rezent, in den Menschen gefunden haben muss. Und das macht ja auch Sinn. Wie ist denn die Immunität nach einer Hepatitis A-Virus-Impfung oder Infektion im Menschen? Lebenslang. Ein Mensch, der sich einmal infiziert, ist wahrscheinlich sein Leben lang immun. Und zwar das, was wir auf Englisch Sterilizing Immunity nehmen. Also eine sterilisierende Immunität, die dem Virus keine Chance mehr lässt. Und früher waren die menschlichen Populationen eben nicht wie vorhin auf der Berliner Fanmeile gezeigt. Das waren kleine Populationen aus Jägern und Sammlern, bevor die ersten Städte gegründet wurden. Das heißt, für das Virus wäre das ein evolutiver Albtraum gewesen, nur in Menschen zu existieren zu der Zeit. Das Virus hätte eine kleine Gruppe an Menschen infiziert, danach wären alle immun gewesen, vielleicht wären 1, 2 gestorben, wer weiß, aber alle waren danach immun und damit ist das Virus ja auch erledigt. Und das hatte das Virus aber gar nicht nötig. Es hatte ja millionenlang sich in allen möglichen Tieren gehalten und entwickelt und irgendwann ist es in den Menschen gekommen. Den Zeitpunkt, der ist zu lange her, dass wir ihn genau nachzeichnen könnten anhand der vorhandenen Daten. Aber es zeigt eben auch hier wieder evolutionsbiologische Evidenz für einen Ursprung eines sogenannten rein menschlichen Erregers im Tierreich. Und das Gleiche gilt für mein letztes Beispiel, das Hepatitis C-Virus. Hier sehen Sie auch wieder die 7 Genotypen, die Hepatitis C weltweit, die Menschen weltweit infizieren. Und Sie sehen, da gibt es Pferdeviren, Fledermausviren, Nagerviren, es gibt andere Affenviren, es gibt Kuhviren, die alle mehr oder weniger verwandt mit dem menschlichen Virus sind. Also das sind 3 Beispiele. Ich hätte ich könnte auch jetzt in den nächsten Stunden hier Beispielfolien zeigen, das lasse ich natürlich. Also ich will all das, um nochmal zu zeigen, was die letzten Jahre uns an Erkenntnisgewinn gebracht haben in der Infektionsbiologie, in der Infektiologie, in der Virologie hinsichtlich der Ursprünge der menschlichen Viren. Und jetzt gibt sich eine ganz entscheidende Frage für mich und für viele andere Kollegen, was machen wir denn nun damit? Wir müssen ja irgendwie vorhersagen, welches Virus für uns gefährlich wird. Und deshalb geht es in den nächsten Folien um Risikobewertung. Wie können wir vorhersagen, welches Virus für uns eine Gefahr werden würde? Und eins der ersten, und das müssen wir machen, es ist sinnfrei, jetzt einfach immer wieder neue Viren zu sequenzieren und bei jedem neuen Tiervirus zu schreien, es ist eine Zoonose, es ist eine Zoonose, das hilft ja gar keinem.
Wir müssen ja jetzt nicht von jedem Katzenvirus Angst haben. Da muss vielleicht die Katze vor Angst haben oder auch nicht, aber nicht wir. Und man muss also irgendwie als Wissenschaftler zu einer Risikobewertung beitragen, als Virologe. Darf ich kurz das zwischenfragen? Ja? Und seitdem der Mensch sesshaft geworden ist, gab es da und sagen dann auch immer die auch industriell jetzt auch sagen Tiere ist bewirtet, ja, ist die Frage, gab es da jetzt einen größeren Austausch? Sieht man das irgendwie, dass da sozusagen eine steile Zunahme von Virenübertragungen stattgefunden hat? Kann man das irgendwie nachvollziehen? Also ja und nein. Es sind verschiedene Sachen. Erstmal muss man sagen, natürlich ist es so, wie Sie sagen, die Gründung von Städten, also immer mehr Menschen auf immer engerem Raum, mit einer entsprechenden Notwendigkeit, Tiere zu halten, die diese Menschen essen, ernähren. Also denken Sie an die Schweinehaltung, die Rinderhaltung, vielleicht nicht in den urbanen Zentren, aber ja doch in Produktionsketten in gewisser Nähe zu den Städten und auch eben mit Lieferung zu diesen Städten, wenn auch in die Supermärkte und dann erst in die Haushalte der Menschen, die dort wohnen. Selbstverständlich haben wir dadurch die Infektionsökologie in diesen Tieren geändert. Also ganz klar. Und ich zeige Ihnen im Folgenden ein paar Beispiele. Vielleicht erinnern wir uns daran, dass wir nochmal wir reden gleich noch über Influenza-Viren, dass wir nochmal über die Bedeutung von zum Beispiel Schweinen für die Influenza-Virus-Ökologie reden können. Also das hat sicherlich alles einen Einfluss. Andererseits ist es so, dass es sehr komplexe Prozesse sind. Und bei SARS-Coronavirus muss man ja sagen, hat es auch was mit dem, bei vielen anderen Viren, mit der immer fortschreitenden Zerstörung natürlicher Habitate zu tun, wo Viren, mit denen wir nie in Kontakt gekommen wären, tief in den Regenwäldern zum Beispiel Lateinamerikas oder Asiens, plötzlich gar nicht mehr so weit weg von uns sind. Und wenn so ein Virus es eben schafft, erstmal in Menschen reinzukommen und dann von Mensch zu Mensch übertragen zu werden, dann ist im Rahmen der globalen Konnektivität, die wir heute haben, so eine weltweite Verbreitung eines Virus im Prinzip in einem einzigen Tag möglich. Das gab es halt früher noch nie. Das heißt, Urbanisierung ist ein Teil der Wahrheit, aber sicherlich nicht die einzige. Jetzt wollte ich Ihnen ja zur Risikobewertung was sagen und ich zeige Ihnen hier eine Arbeit, die wir vor etwa 10 Jahren gemacht haben für Coronaviren. Da geht es nicht um das SARS-Coronavirus, sondern um Coronaviren als solche in Fledermäusen. Sie sehen hier oben eine sogenannte Wochenstube. Fledermausweib, das ist Myotis myotis heißt die Art, ist in einem deutschen Privathaus und halten eben ein paar tausend Tiere eine Wochenstube. Das heißt, die Weibchen treffen sich Anfang Mai, um ihre Jungen zur Welt zu bringen und synchronisieren den Geburtsvorgang. Da haben sie im Prinzip 2000 Geburten innerhalb von 1-2 Tagen. Bietet eben für die Fledermäuse gewisse Vorteile, auch sicherlich gewisse Nachteile, aber manche Fledermäuse, nicht alle, haben eben solche Wochenstuben. Und ein Kollege, der Viktor Kormann, einer unserer Oberärzte, der hier die Virusdiagnostik leitet, ist da jahrelang mit vielen, vielen Mitarbeitern in diesen Dachboden reingekrochen und hat dort Plastikfolien ausgelegt, während die Weibchen nachts draußen, wenn sie nachtaktiv draußen waren, um Insekten zu jagen, zu essen. Und haben dann, immer wenn die Fledermäuse raus waren, das sind geschützte Tiere, darf man nicht einfach stören, haben sie Kot dieser Tiere eingesammelt und wir haben diesen Kot dann auf Coronaviren untersucht. Und hier sehen Sie mal die Daten dieser Studie, die wir dann eben vor 10 Jahren publiziert haben. Sie sehen hier 3 Jahre, 2008, 2009, 2010, also das hat er 3 Jahre lang gemacht. Und hier sehen Sie, die Wochenstube gründet sich im Mai. Und schauen Sie mal, immer wenn Sie hier so einen Balken haben, dann bedeutet das, einer dieser Kotproben war Coronavirus positiv. Und die Höhe des Balkens auf der Y-Achse sagt Ihnen, wie viel Virus in der Probe drin war. Also wenn ein Balken da ist, ist die Probe positiv. Wenn der Balken sehr hoch ist, ist viel Virus in der Kotprobe. Wenn kein Balken da ist, heißt es nicht, es gab keine Probe hier zum Beispiel, sondern das heißt, die Proben waren da, aber sie waren negativ. Was passiert also, wenn sich so eine Wochenstube gründet? Erstmal genau das Gleiche wie auf der Berliner Fennmeile. Die Fledermäuse tauschen Viren aus und es gibt so einen ersten Amplifikationspeak. Mehr Virus in mehr Individuen. Dann dünnt sich das aus, also offensichtlich eine Art von Immunkontrolle der Viren, denn die Fledermäuse sind die ganze Zeit da. Also dieser Dachboden wird weiter von diesen Fledermausweibchen bevölkert. Hier werden etwa die Jungen geboren. Und dann passiert was ganz Interessantes etwa einen Monat später. Das hier und das hier. Etwa einen Monat nach der Geburt sind alle Kotproben positiv, 100%, mit etwa 4 Logstufen mehr Virus, 10.000 Mal mehr Virus. Und das zeigt Ihnen halt, dass wahrscheinlich die maternale Immunität, die wir bei Fledermäusen sehr schlecht verstehen, nach einem Monat ausreichend schwach war, dass das Virus, das sich in der
Kolonie offensichtlich gehalten hatte, in den ganzen Jungen fröhlich vor sich hin replizieren konnte. Und das zeigt Ihnen etwas ganz Praktisches hinsichtlich Risikobewertung. Also wann wäre jetzt das Ihr Risiko am höchsten, sich zu infizieren, wenn Sie, Ihre Katze oder Ihr Hund oder was auch immer, hier mit diesen Tieren Kontakt haben. Das hat also ganz praktische Public Health Implikationen, solche Studien. Das war jetzt ein Beispiel für Risikobewertung im Reservoir. Wir können auch allgemein, wir können natürlich nicht nur im Reservoir Epidemiologie betreiben, man muss dazu sagen, meine Arbeitsgruppe heißt Virusepidemiologie, also das liegt mir sehr am Herzen und darum quäle ich sie auch mit noch ein paar Folien. In dem Fall aber gehen wir weg von den Fledermäusen, gehen in den Menschen. Wie kam es denn überhaupt, dass Fledermäuse häufig so Objekte der wissenschaftlichen Untersuchung sind? Eigentlich erst seit SARS. Fledermäuse wurden jahrzehntelang ignoriert von der Infektiologie und plötzlich hat man gemerkt, als SARS auftrat, dass das aus Fledermäusen kam. Zwei Jahre später oder eigentlich ein Jahr später hat man gesehen, dass die Ebola-Viren beherbergen. Und das heißt, das ist eigentlich relativ rezent. Also wir schauen uns Fledermäuse als wissenschaftliche Community seit etwa 15 Jahren an, nicht mehr. Und darum sind wir auch oft noch am Anfang unserer Verständnisprozesse, warum das jetzt alles so relevant ist, vielleicht mit den Fledermäusen und zu gehen. Kommen wir zu einem weiteren neuen Virus, was vielleicht gar nicht so neu ist, nämlich das Zika-Virus. Und Sie erinnern sicherlich noch, war ja auch ein globaler Gesundheitsnotstand durch die WHO vor wenigen Jahren. Das Virus selbst ist gar nicht so neu, das kennen wir seit 1947. Aber etwa 2013 kam es über die Inseln im Pazifik nach Lateinamerika, hat dort Millionen Menschen infiziert und hat dort schwere neurologische Fehlbildungen in Ungeborenen ausgelöst. Sie sehen hier ein Bild aus einer Publikation im Lancet Infectious Diseases, von einem jungen Patienten mit leider einer schweren Mikrozephalie, also ein zu kleiner Hirnschädel mit wirklich allerschwersten neurologischen Beeinträchtigungen. Und was total interessant ist, Sie sehen hier 5 Regionen Brasiliens. Brasilien war das von der Zika Epidemie am meisten betroffene lateinamerikanische Land. Und nur im Nordosten schien die Inzidenz der Mikrozephalie wirklich erhöht zu sein. Wie kann das sein? Sie haben ja vorhin bei Hunter-Viren schon gefragt, ist das nach regionalen Besonderheiten. Hier sehen Sie es in einem, allerdings sehr großen Land, das sind fast 2/3 Südamerikas. Warum denn nur der Nordosten Brasiliens? Warum nicht der Süden? Was ist denn da los? Und wir haben in vielen Studien über die letzten Jahre versucht, darauf Antworten zu finden. Das Erste, was wir uns angeguckt haben, war Armut. Also wie reich sind denn diese 27 brasilianischen Bundesstaaten? Und Sie sehen hier, diese Kurven haben eine Y-Achse, auf die ich jetzt nicht hier eingehe. Und je niedriger die Kurven werden, umso ärmer und ist eine Region. Sie sehen hier Bildung oder Einkommen, Lebenserwartung. Und das ist der Nordosten mit ein paar Bundesstaaten des Nordens Brasiliens. Also der Bereich Brasiliens, der am meisten von Zika-assoziierter Mikrozephalie betroffen war, ist auch der ärmste Teil Brasiliens. Ohne dass ich Ihnen genau sagen kann, Armut ist sicherlich hier ein Proxy für etwas anderes, das ich nicht erklären kann so richtig. Ich habe ein paar Ideen, aber das würde jetzt sehr weit führen. Aber auch sowas ist wichtig, um neue Viren zu verstehen. Und wir haben eine Studie gemacht an 910 Patienten in Nordostbrasilien. Hier sehen Sie nochmal die Ausweitung Brasiliens in dieser Karte aus dieser Publikation von uns von 2017. Wir haben uns HIV-Patienten mit unter HIV-Therapie, antiretrovirale Therapie angeguckt. Wir haben uns eben Fälle von Mikrozephalie und Kontrollen angeguckt. Wir haben uns Patienten, die eine akute Tuberkulose hatten und therapiert wurden, angeguckt und unsere Uni-Mitarbeiter von meinen Kollegen in Brasilien. Hier sehen Sie das nochmal in der Karte. Und was kam raus? Wenn wir jetzt gucken, welche Stadtteile in dieser sehr großen Stadt, in Salvador ist das gemacht worden, 3 Millionen Einwohner, also fast die Größe Berlins oder vergleichbar. Die Stadtviertel, die einkommensschwächer sind und ärmer sind, haben häufiger Zika-Fälle. Also wir sehen hier wieder, dass all das sollte Ihnen wieder zeigen, dass es wahrscheinlich ähnliche Prinzipien sind wie die Zusammenballung von Menschen. Also je dichter eine Population, das sind alle diese Boxplots, sagen alle die gleiche, haben alle die gleiche Message. Je dichter die Population, je schlechter die Müllabfuhr funktioniert, je weniger einkommensschwächer, je höher die Arbeitslosigkeit, je schlechter das Einkommen, all das erzählt die gleiche Geschichte. Je ärmer eine Region, umso mehr Viren. Vermutlich auch dichter gedrängt auch, oder? Genau. Ja, und bei Zika wird durch Mücken übertragen, da muss man sich klar machen, also auch die Müllabfuhr ist jetzt nicht arbiträr gewählt, sondern
Arme Leute schmeißen in Brasilien auch selten was weg, weil es ihnen immer noch was nützen könnte. Und man sich nicht leisten kann, einfach alles in den Müll zu hauen. Und in manchen kleinen Gärten oder Vorgärten findet man zum Beispiel dann Blumentöpfe oder Autoreifen, die man nicht mehr benutzt, also jetzt nicht am Auto. Und da sammelt sich Wasser. Und das Wasser ist eine Brutstätte für Moskitos, für die Mücken, die auch das Zika-Virus übertragen, weil dann die Fressfeinde nicht an die Larven rankommen. Abgefahren. Mückenlarven. Und darum, das ist erstmal einer von vielen Erklärungen, warum Armut leider hier direkt auch das Risiko erhöhen könnte, an solchen Arbovirosen wie eben dem Zika, der Zika-Infektion zu erkranken und dann eben auch unter diesen schweren Folgen leider. Und wir haben uns auch angeguckt, was ist denn mit dem Zika passiert? Wie schnell ist das denn durch diese Stadt gerauscht? Und Sie sehen das hier. Das sind Menschen zwischen 2013 und 2016, also 4 Jahre lang erprobt. Und schauen Sie mal, was mit Zika, jeder dieser Punkte ist ein Jahr. Schauen Sie sich, das ist Seroprävalenz, das ist ein Antikörper gegen das Zika-Virus. 2013 und 2014 hatte fast keiner in Salvador Antikörper gegen Zika. Also ähnlich wie im Moment fast keiner bei uns Antikörper gegen SARS-CoV-2 hat. 2015 waren 15%, 2016 16%, 60%. Das heißt, dieses Virus hat es geschafft, in einem einzigen Jahr 60% der Bevölkerung zu infizieren. Und wenn Sie das jetzt modellieren, und hier, das ist die Reproduction Number, also das ist das in den Medien ja, das kennen ja inzwischen eigentlich alle, ja. Also nicht nur die Kollegen, sondern das R0 oder in dem Fall, ja, simplifizieren wir mal das R0. Unter 1 ist das Virus erledigt. Da ist kann 1. Kann man denn davon ausgehen, dass in diesem einen Jahr der Virus oder das, aus den Antikörpern herausgemessen, kann man davon ausgehen, dass das Virus konstant gleich war, das Jahr über? Das hat damit nichts zu tun. Die Antikörper zeigen Ihnen was über Herdenimmunität. Mhm. Sie sagen Ihnen nicht direkt was über das Virus. Also wenn Sie jetzt auf genetische Veränderungen des Virus eingehen, das ist was anderes. Dazu kommen wir im nächsten Block. Mhm. Hier geht es wirklich um genau das, wonach Sie initial gefragt hatten. Hier, also bei Hantavirus hatten Sie diese Frage gestellt. Hier geht es um Herdenimmunität. Hier geht es wirklich darum, es waren so viele Menschen an einem Ort infiziert und danach immun, dass dieses Virus in dieser Region sich nicht halten konnte. Das heißt ja nicht, dass hier und da sich nicht nochmal ein Mensch infiziert. Das heißt, es gibt keine wirklich anhaltenden Übertragungsketten. Und das ist natürlich das, so würden wir ja das gerne für uns jetzt mit SARS-2 sehen, mit Covid-19, mit unserer Immunität gegen SARS-CoV-2. Aber das ist, mal abwarten, das ist nicht so trivial. Hier reden wir ja über eine systemische Infektion, also das mit einer ganz anderen Immunantwort als bei einer SARS-CoV-2-Infektion, die sich ja in der Lunge abspielt oder in den Atemwegen erstmal. Und also auch eine ganz andere Art Immunität erzeugt. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Ich gehe davon aus, der Kollege Sander hat ja vor wenigen Tagen mit Ihnen über Immunität gesprochen. Und deshalb gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Aber das ist das, wo wir eigentlich gerne hinwollen in ja, Europa, eigentlich weltweit. Denn dann hätte SARS-CoV-2 ein schweres Spiel mit uns. Allerdings ist SARS-CoV-2 nun mal leider sehr, sehr gut übertragbar. Dazu kommen wir auch gleich noch. Okay, kommen wir zum nächsten Block Risikobewertung. Genomische Surveillance, also Überwachung von Genomen. Ein Beispiel hier zu Ebola, zu einem letzten großen Ausbruch, wo die Frage kommt immer wieder bei jedem Ausbruch, also bei Zika, bei SARS, bei Ebola. Hier sehen Sie nochmal einen Vergleich von R0 über verschiedene Viren. Das Ebola-Virus hat ein R0 von 1 bis 2, HIV 2 bis 5, Masern 12 bis 18. Ja, das ist wirklich übertragbar. Und wie Sie wissen, das SARS-CoV-2 hat wahrscheinlich ein R0 in der etwa von 3. Also wer weiß, die Daten werden auch immer genauer, je mehr wir eben lernen über das neue Virus. Aber im Moment würden wir mal weiter davon ausgehen, dass es irgendwie bei 3, dass er null liegt von SARS, Coronavirus 2. Ebola hat eben ein schlechtes, oder was ist schlechtes, es hat ein viel niedrigeres R0. Und die Ebola-Ausbrüche vor 2014 waren alle so in diesem Ebola-Gürtel hier in Zentralafrika. Und dann passierte der große westafrikanische Ausbruch. Plötzlich gab es 28.500 Fälle, 40% Letalität. Also fast einer von zwei Infizierten ist gestorben an dieser Infektion. Unfassbar dramatisch. Und die große Frage war natürlich eben genau wieder, könnte es sein, dass deshalb mehr Leute sterben, weil das Virus mutiert ist? Und hier sehen Sie jetzt einen komplexen Stammbaum aus einem der frühen Nature Paper zum Ebola-Ausbruch in Westafrika.
Und ich fasse das jetzt einfach zusammen. Es gab keine erkennbare bessere Übertragbarkeit oder höhere Virulenz durch Mutation. Warum also all diese Infizierten? Und die Antwort ist wahrscheinlich auch hier wieder die Ökologie der Menschen in Westafrika. Erstens, die meisten afrikanischen Regionen sind viel dichter besiedelt als die Region Zentralafrikas. Das heißt, das Virus konnte sich einfach besser ausbreiten. Und zweitens, Sie sehen hier ein Bild aus einem Nature News Report von einer verlassenen Krankenstation. Und auch hier muss man, das muss man sich auch wieder im Kontext der aktuellen Pandemie klar machen. Wenn das medizinische Personal weltweit mitkriegt, dass es zur Risikogruppe gehört, und wir sind eine Risikogruppe, Sie sind alle Sie, die Kolleginnen, die hier zuhören oder das später sehen werden, sind ja Teil der Risikogruppe und leisten genauso wie die Pflegekräfte und auch die Putzkräfte, sind ja auch alle Risikogruppen. Alle, die im Krankenhaus arbeiten, sind eine Risikogruppe im Prinzip. Ich vereinfache jetzt, natürlich gibt es Krankenhaus sehr verschiedene Bereiche. Aber wenn die nicht zur Arbeit gehen, weil sie entweder krank sind, tot sind oder Angst haben, sich zu infizieren, dann haben sie ein medizinisches Problem, das eben zur hohen Letalität beiträgt, weil sie nichts mehr machen können. Diese Leute haben keinen mehr, der sich um sie, hatten keinen mehr in Westafrika, der sich um sie kümmern konnte, adäquat. Und in diesem Paper, das finde ich sehr interessant, das ist im PNAS in 2015 publiziert worden, Sie sehen hier zwei Kurven gegeneinander gelegt, nämlich die Inzidenz, also das neu aufgetretene Ebola-Fälle und die Anzahl an Krankenhausbetten, die zur Verfügung stand. Und die gehen gegeneinander. Was also was zur Eindämmung des Ausbruchs geführt hat, neben vielen anderen Maßnahmen, Diagnostik bessere, vielleicht am Ende gab es ja sogar schon erste Ringimpfungen, aber eigentlich war es das Aufrechterhalten der medizinischen Versorgung. Und das müssen wir uns auch im aktuellen Ausbruch klar machen. Ne? All diese Maßnahmen dienen ja nicht dazu, irgendjemand zu bestrafen. Und es ist tragisch, dass dabei Existenzen vielleicht zugrunde gehen. Es geht darum, dass solange wir keine Medikamente gegen SARS-CoV-2 haben und keine Impfung, die uns schützen kann, und wir verhindern müssen, dass unsere medizinische Versorgung zusammenbricht. Sodass eben nicht nur die SARS, also die Covid-19-Fälle nicht mehr adäquat versorgt werden können, sondern ja auch jede andere Erkrankung nicht mehr. Wenn erstmal alle Betten voll sind, dann ist auch jeder Schlaganfall, jeder Herzinfarkt gegebenenfalls, wenn man Pech hat, lokal unlösbares Problem oder schlechter lösbares Problem mit den bekannten Folgen. Also es ist mehr als nur, sag ich mal, man sollte sich in der Infektiologie jetzt auch nicht nur auf das Pathogen konzentrieren, sondern natürlich hat das alles mit dem großen und Ganzen sehr viel zu tun. So, kommen wir mal zum nächsten Block, nämlich zur Risikobewertung durch Experimente. Dazu könnte ich endlos Beispiele bringen, ich bringe Ihnen aber nur ein ganz paar wenige. Das ist eine alte Arbeit von uns, in der wir gezeigt haben, dass ein Hepatitis B-Virus, also einer der großen Killer für Menschen, ja, jedes Jahr 900.000 Tote weltweit durch Hepatitis B, durch die Leberzirrhose, hepatozelluläres Karzinom in der Konsequenz einer chronischen Hepatitis B. Und hier sehen Sie ein Virus aus einer Fledermaus, einer südamerikanischen Fledermaus, die heißt Tent-Making Bat, weil sie tagsüber sich, die bildet sich aus Blättern solche Verstecke, um sich vor den Fressfeinden zu verstecken. Und diese wunderschöne Fledermaus beherbergt ein Hepatitis B-Virus, was mit unserem Virus gar nicht mal nah verwandt ist, genetisch. Das sind ganz verschiedene Hepatitis B-Viren. Und trotzdem, das sehen Sie hier, kann dieses Virus unsere Leberzellen genauso gut infizieren wie unser eigenes Hepatitis B-Virus. Hier sehen Sie Infektionserfolg. Das sind zwei Farben, bedeuten einfach nur zwei verschiedene Zellsysteme. Das sind primäre Leberzellen, primäre Hepatozyten. Und das Menschenvirus und das Fledermausvirus können gleich gut infizieren. Völlig unerwartet. Wir haben immer gesagt, also wenn ein Virus doch jetzt keine Zoonose ist, dann doch bitte Hepatitis B, weil ich jetzt auch vorhin schon als Beispiel bringen können, lagen wir wahrscheinlich auch wieder falsch. Und auch das ist Risikobewertung. Wir sind ja alle geimpft, wenn wir im Krankenhaus arbeiten. Und inzwischen sind ja, es wird ja von der STIKO empfohlen und unsere Kinder sind auch alle geimpft. Und die Inzidenz der Chronik der Hepatitis B geht ja auch sehr, sehr erfolgreich zurück, durch die Impfung. Und hier sehen Sie aber, wenn Sie, hier sehen Sie auf der X-Achse jeweils aufgetragen Menge an Antikörpern. Und in Rot sehen Sie die Replikation des menschlichen Hepatitis B-Virus und die geht runter in der Gegenwart von mehr Antikörpern, so wie sie es ja auch soll. Und in Blau sehen Sie das Fledermausvirus. Und Sie sehen, die beiden gehen nicht runter. Das heißt, die Antikörper, die bei uns durch die Impfung induziert werden, würden uns nicht gegen so ein Fledermausvirus schützen, wenn es denn seinen Weg zu uns fände. Das hat es ja nicht bisher, soweit wir das wissen. Und das wollte ich Ihnen nur kurz zeigen zur experimentellen Risikobewertung. Wir könnten noch ganz andere Sachen machen, also macht man auch.
Also viele meiner Kollegen gucken sich zum Beispiel die angeborene Immunität an und wie gut unser Immunsystem oder auch unser adaptives Immunsystem, also die erworbene Immunität, mit solchen Erregern umgehen kann. Aber das ist mal eins von vielen Beispielen, die das nur zeigen soll, wir müssen uns im Experiment, im Labor diese Pathogene angucken. Es reicht wahrscheinlich nicht nur, Sequenzen und Stammbäume anzugucken. Jetzt noch ein kurzer Ausblick über, wenn wir über Zoonosen nachdenken jetzt, was war denn bisher für uns das gefährlichste Virus? Und darauf gibt es eine klare Antwort. Influenza. Influenza avian. Sie sehen in diesem Bild aus einem Nature Review, sehen Sie hier sehen Sie lauter Grabsteine. Die Grabsteine sind je größer, je mehr Menschen gestorben sind in den letzten 100 Jahren. Und Sie sehen hier oben ganz viele Viren. HIV ist dabei, Ebola ist dabei. Hier ist MERS-Coronavirus, über das wir gleich reden. Hier ist der westafrikanische Ebola-Ausbruch. Und hier unten sind Influenza-Ausbrüche. Influenza-A-Viren, die hier die asiatische Grippe gemacht haben, wie spanische Grippe. 1918 hat sich ja vor wenigen Jahren erst zum 100. Jahr ist das in 100 Jahren, mehr als 100 Jahre vergangen seit dieser wirklich furchtbaren Pandemie. Wir sehen ja mit vielen Parallelen zwischen Covid-19 und der spanischen Grippe. Also es gab immer wieder Ausbrüche durch Influenza-A-Viren. Und einer der Gründe, dass die Influenza-A-Viren, dass wir die so fürchten und fürchten sollten, ist, das Genom dieser Viren besteht aus 8 Segmenten. Sie sehen das hier, das ist ein Virion, eine Schemazeichnung eines Virions, hat eine Hülle, es hat Proteine in der Hülle und hier ist das Genom stilisiert dargestellt, 8 verschiedene Segmente. Und wenn man Segmente hat, kann man Segmente untereinander austauschen und das heißt Reassortation oder Reassortment. Und das bedeutet das hier, hier haben Sie eine Zelle, zum Beispiel eine Schweinezelle oder eine Menschenzelle, ganz egal, oder eine Vogelzelle und es kommt ein orangenes Virus und ein lila Virus gleichzeitig in die gleiche Zelle. Und dabei entstehen Viren hier unten, die orangen und lila Segmente, Genomsegmente beherbergen. Das heißt, diese Viren können sich blitzschnell über so eine Reassortation komplett neue Proteineigenschaften aneignen oder Proteine aneignen, die sie vielleicht, wenn wir Pech haben, viel übertragbarer und auch gefährlicher für den Menschen machen können. Und damit das nicht so abstrakt ist, zeige ich Ihnen ein immer noch aktuelles Beispiel, erstaunlicherweise. Es gibt immer wieder Influenza-Viren. Wir teilen die Influenza-Viren nach den Oberflächenproteinen H und N. H steht für Hämagglutinin, N für Neuraminidase. Das sind 2 ganz wesentliche Proteine der Influenza-Viren. Und wir teilen die eben mit Nummern ein. Ne? Und so eben auch H7N9. H7N9, hier sehen Sie den Originalartikel aus dem New England Journal of Medicine. Und was Sie hier sehen, ist, ein Entenvirus traf traf andere Vogelviren und heraus kam ein buntes Mosaikvirus, das den Menschen infizieren konnte. Also eine Reassortation mit einem plötzlich humanpathogenen Virus zu unserem Pech. Und wie ist das weitergegangen mit H7N9? Man muss erstmal sagen, es ist weitergegangen. Es gab, das ist die Folie schon veraltet, das ist aber ganz egal. Also es gab immer wieder solche, hier sehen Sie wieder epidemiologische Wochen auf der X-Achse und Anzahl der Fälle auf der Y-Achse. Und es gibt eben hier alle mit so einer gewissen Wintersaisonalität, vor allem in Asien, in China und Taiwan, immer wieder solche Wellen aus menschlichen H7N9-Infektionen. Und wir sehen natürlich globale Konnektivität, exportierte Fälle, zum Beispiel in Kanada oder Malaysia. Warum also ist dieses Virus über den Planeten gegangen? Warum haben Sie und ich wahrscheinlich noch nicht H7N9 bekommen? Die Letalität ist 30%, soweit wir das sehen können. Also sehr, sehr pathogen für den Menschen. Und die Antwort ist der Zelltropismus der Viren. Saisonale Influenza repliziert hier in den oberen Atemwegen, ist also gut übertragbar. Ein Virus, das in der Nase und im Rachenraum repliziert, ist gut übertragbar. Zum Beispiel durch Tröpfchen, zum Beispiel durch eine Schmierinfektion, sogar durch Aerosol. All das sollte bei Ihnen inzwischen unangenehm nach SARS-CoV-2 klingen. Und dazu komme ich gleich nochmal, das tut es nämlich auch. Diese Viren sind also gut übertragbar. Die saisonalen Influenza-Viren sind selten tödlich, was aber auch daran liegt, dass wir hier halt eine gewisse Herdenimmunität wahrscheinlich haben. Also wahrscheinlich, wir haben eine gewisse Herdenimmunität. Die bösartigen Vogelgrippeviren, die hochpathogenen aviären wie Influenza-A-Viren, H5N1, H7N9, über das wir gerade gesprochen haben, replizieren in den unteren Atemwegen. Das heißt, sie sind schlecht übertragbar. Und darum haben wir eben noch keine große Pandemie von H5N1 und H7N9 bisher gesehen. Das heißt nicht, dass sie nicht passieren könnte. Und ich habe, ne, denn so eine Reassortation oder Reassortment könnte jederzeit passieren. Vielleicht in der nächsten Influenza-Saison.
Soweit ich weiß, habe auch einen Unterschied zwischen dem SARS-Virus 1 und dem aktuellen SARS-Virus. Komme ich gleich drauf. Absolut, komme ich gleich drauf. Ganz genau. Genau so ist es. Also die Folie lohnt sich kurz im Kopf zu halten. Wir kommen gleich zu den Daten für SARS-Viren. Aber genau so ist es, wie Sie sagen. Um es vorwegzunehmen, SARS-CoV-2 zu unserem Pech repliziert sehr, sehr effizient in den oberen Atemwegen und SARS-CoV-1 hat ja vor etwas mehr als 15 Jahren etwa 8000 Infektionen verursacht, soweit wir das wissen, weltweit. Und konnte halt aufgehalten werden durch Isolationsmaßnahmen, durch nicht pharmazeutische Interventionen, weil das Virus einfach viel schlechter übertragbar war als SARS-CoV-2. So, und jetzt kommen wir zu den Coronaviren. Also, bei den Coronaviren gibt es, genau wie bei den Influenzaviren, niedrig- und hochpathogene Vertreter. Hier sehen Sie die Niedrigpathogenen, das sind die endemischen Coronaviren, die haben Sie und ich jeden Winter. Mhm. Und wenn Sie Kinder im Kita-Alter haben oder Schulalter, dann umso mehr. Ne, laufende Nase, Kratzen im Hals, klar, in 50% der Fälle ist das ein Rhinovirus, aber in etwa 5-10% der Fälle jeden Winter ist das ein Coronavirus, eine Coronavirus-Infektion. Die haben verschiedene Namen, hier HCoV, also humanes Coronavirus, und dann kommen Buchstaben und Nummern. Und jetzt gibt es aber hier in Rot die hochpathogenen Coronaviren. Das SARS-Coronavirus 2003, das MERS-Coronavirus 2012 und eben SARS-Coronavirus 2, die also schwere Atemwegsinfektionen verursachen. Fangen wir mit MERS an. MERS steht für Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Also, hier sehen Sie wieder so eine Timeline, auch die ist total veraltet, ist aber ganz egal. Inzwischen mehrere tausend Fälle, wir hatten Ausbrüche hier in Jeddah, wir hatten einen Ausbruch, Sie werden sich vielleicht erinnern, in Korea 2015, vor etwa 5 Jahren. In der Literatur gehen wir, also wenn Sie das angucken, wie bösartig ist das Virus, sehen Sie eine Letalität von 30%, das ist wahrscheinlich viel geringer, weil wir die asymptomatischen Fälle nicht detektieren. Aber es ist, MERS-Coronavirus ist nicht weggegangen. Das ist ein Problem weiterhin der arabischen Halbinsel. Es zirkuliert auf der gesamten arabischen Halbinsel und das hat gewisse Implikationen für den Medizintourismus, für den Flugverkehr. Viele exzellente Airlines haben ihr zentrales Hub hier auf der arabischen Halbinsel und natürlich für den ganz normalen Tourismus, wenn andere Leute dort eben hinreisen, um ihre Ferien zu verbringen und sich die Frage, könnten die MERS weltweit verbreiten? Eigentlich nicht. Und das ist das, was man dazu sagen muss. Menschen stecken sich an Kamelen an. Die Folie, dieses Bild hatte ich schon auf der einleitenden Folie. Das R0 von MERS ist deutlich unter 1. MERS ist repliziert genau wie SARS-Coronavirus, also das alte SARS-Coronavirus, genau wie die hochpathogenen Influenzaviren unten in den Atemwegen, in den unteren Atemwegen und ist schlecht von Mensch zu Mensch übertragbar. Sie können im Prinzip davon ausgehen, in der Abwesenheit solcher Krankenhausausbrüche wie in Jeddah, hatte ich Ihnen vorhin gezeigt, das ist eine große saudi-arabische Stadt, können Sie davon ausgehen, dass praktisch jede menschliche Infektion im Endeffekt ein Kamelvirus ist, das auf den Menschen übergegangen ist. Es gibt nur ganz wahrscheinlich nur ganz begrenzte Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Und jetzt kommen wir zu den Daten für SARS-Coronavirus 2. Das ist ein aktuelles Nature Paper, das ist vor wenigen Wochen rausgekommen. Hier ist der Charité von Christian Drosten und Viktor Kormann, der Gruppe hier am Institut, die seit wirklich 2 Jahrzehnten sich mit SARS-Coronavirus beschäftigt, also deren absolutes Spezialgebiet. Und die haben dieses Paper in Nature publiziert. All diese Kurven, all diese Graphen sind Patienten. Und hier geht es um die Konzentration von SARS-Coronavirus 2 in verschiedenen Materialien. In Gelb haben Sie einen Abstrich der oberen Atemwege. Und alles, was Sie sehen müssen, ist, hier haben Sie Sputum, also tief untere Atemwege. Und die Kurven sind im Prinzip am Anfang ähnlich hoch. Und das ist halt das große Problem. SARS-Coronavirus 2 repliziert leider, leider sehr, sehr effizient im oberen Atemwegstrakt. Und ist darum auch leider sehr effizient übertragbar. Als Körbcheninfektion, als Aerosolinfektion vielleicht, die aktuellen Daten deuten ja darauf hin. Und das macht es leider so schwierig, diese Infektion aufzuhalten. Jetzt komme ich zum letzten Block meines Vortrags, nämlich wieder zurück zur Evolutionsbiologie, also nochmal ein paar Stammbäume, weil man jetzt ja diskutieren muss, woher kommt denn SARS-CoV-2? Da gab es ja unerträgliche Theorien dazu, das sei also jetzt von bösartigen Wissenschaftlern hergestellt worden. Und das ist, Sie werden hoffentlich gleich anhand der Datenlage das
einschätzen können, besser, ob das denn sein kann. Also sein kann, kann vieles, aber ob es wahrscheinlich ist. Schauen wir uns erstmal diesen Stammbaum an. Hier sehen Sie wieder so einen Stammbaum. Alles, das ist ein Virusstammbaum. Hier geht es nur um Coronaviren. Immer wenn Sie hier was rot sehen, ist es ein Fledermausvirus. Alles, was Sie sehen müssen, ist ganz schön rot. Und das ist auch schon genau das, was Sie hier sehen sollten, nämlich viele Coronaviren kommen aus Fledermäusen. Aber der Kontakt zwischen Menschen und Fledermäusen, der direkte Kontakt ist selten. Wie also kommen wir denn an diese Coronaviren ran? Und hier kommt man zum Konzept, das hatten wir vorhin eingangs schon mit der Frage nach Urbanisierung und Tierhaltung, dass viele Coronaviren Zwischenwirte haben. Das ist eine Folie, die wir adaptiert haben von einem vor 2 Jahren erschienenen Review, wieder von Herrn Kormann und Herrn Drosten, wo Sie hier links das Reservoir sehen. Also viele Coronaviren haben ihren Ursprung in Fledermäusen, nicht alle, manche kommen aus Nagetieren, und finden ihren Weg zum Menschen durch Kamele, wie beim MERS und bei einem der endemischen Coronaviren, vielleicht durch Kühe. Und bei SARS die große Frage. Hier haben wir ein Fragezeichen und ein noch größeres Fragezeichen haben wir beim aktuell zirkulierenden SARS-Coronavirus 2. Aber viele Coronaviren haben Zwischenwirte und es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch SARS-Coronavirus 2 einen Zwischenwirt hat. Und wir kommen gleich auf die vorhandenen Daten zu Zwischenwirten. Schauen wir uns mal diesen Stammbaum an. Das ist jetzt wieder so ein radialer Stammbaum. Alles, was hier so lila eingefärbt ist, ist ein Fledermaus-SARS-Coronavirus. Hier geht es also nicht mehr um irgendwelche Coronaviren, hier geht es um die Art SARS-Coronavirus. Das sind also alles SARS-Coronaviren. Hier sehen Sie die Diversität des alten SARS-Coronavirus im Menschen und hier die aktuelle Diversität, die wir kennen, im Menschen und in den Schuppentieren. Und das zeigt Ihnen jetzt, jetzt gehen wir wieder zur Frage, die wir ein paar Mal schon diskutiert haben. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das SARS-Coronavirus 2 aus dem Menschen, Entschuldigung, in Fledermäusen entstanden ist? Sehen Sie sich den Stammbaum an. All das, und das ist ein Bruchteil, wir haben ja einen riesigen Sample Bias, also das ist das Wenige, was wir kennen, aus wenigen Untersuchungen in China und Europa, eigene Untersuchungen auch in meiner Arbeitsgruppe. Das ist, also wenn Sie wollen, nur ein Snapshot, ein kleiner Blick in die Zeit, wo wir ein bisschen SARS-Coronavirus-Evolution im Fledermausreservoir ansehen dürfen. Und diese wenigen Daten sehen bereits so aus, dass man sagen muss, wow, wie viele verschiedene SARS-Coronaviren existieren denn bitte noch in Fledermäusen? Viele. Und das heißt, wenn jemand dieses Virus designt hat, dann die Natur selbst. Und zwar dort, wo das Virus auch hingehört, nämlich ins Fledermausreservoir. Ja. Und bei SARS-Coronavirus 1 genau das Gleiche. Hier sehen Sie auch solche Fledermäuse, die der echte Wirt von SARS-Coronavirus 1 sind. Und diese evolutionsbiologischen Daten sprechen wirklich für sich selbst. Da braucht man keinen verrückten Wissenschaftler und keinen verrückten Virologen. Das ist unvorstellbar aufwendig, so etwas zu designen. Und niemand hätte so einen Bauplan entworfen, der zu SARS-Coronavirus 2 geführt hätte. Glauben Sie mir, das ist wirklich total, das wäre total, das ist total unvernünftig, so ein Virus so zu designen. Aber die Natur kann das. Ne? Durch viele, viele, viele Millionen oder Milliarden Versuche entstehen neue Viren im Reservoir über sehr lange Zeit. Kommen wir nochmal zu den Zwischenwirten zurück. Das ist also der vermutete Zwischenwirt bei SARS, also das alte SARS 2003, möglicher Zwischenwirt Schleichkatzen. Hier sehen Sie nochmal so einen Stammbaum. Und hier 2003, 2004 hatten wir Viren aus Menschen, die auch so in den Tieren vorkamen. Und hier sehen Sie wieder so eine evolutionsbiologische Evidenz, dass sich hier Menschen auch direkt an Schleichkatzen angesteckt haben könnten. Sie können es schlecht beweisen, aber es sieht von den Virusgenomen her so aus. Und jetzt mal zum aktuellen Virus. Also das ist das Genom. Hier sehen Sie so eine Genomzeichnung vom SARS-Coronavirus 2. Das hat bestimmte Gene, die hier eingezeichnet sind. Ich gehe nicht groß drauf ein. Hier sehen Sie das Spike, das Gen, das das Spike-Glykoprotein kodiert, das mit seinem Rezeptor interagiert, hier oben in rot geschrieben, dem ACE2, also Angiotensin-Converting-Enzym 2. Hier in der Karte ist wohl bekannt, ja. Genau, das kennen Sie inzwischen alle. So sieht also das Genom aus. Ich zeige Ihnen das aus einem bestimmten Grund. Hier sehen Sie so ein ganz langes Genom. Und wir haben ja vorhin über das Influenza-Genom gesprochen und das Reassortment. Und wir hatten diskutiert, dass also das segmentierte Genom einen Vorteil darstellt, um schnell neue Genombestandteile aufzunehmen. Hier ist es nicht ein segmentiertes Genom. Das ist ein langer RNA-Strang. Und bei diesem Einzelstrang RNA-Viren passiert etwas, das nicht Reassortation genannt wird oder Reassortment, sondern Rekombination. Aber zum gleichen oder zu einem ähnlichen Effekt führt.
Hier ist das Prinzip, ich simplifiziere das wieder, da gibt es viele Wege, die zur Rekombination führen, aber hier ist die Idee, wenn wieder zwei Viren in eine Zelle hineinkommen und die virale Polymerase das Genom repliziert, das muss sie, denn unsere Zellen haben überhaupt keine Enzyme, die aus dieser viralen RNA nun Kopien herstellen würden. Das bringen sich die Viren schon selber mit, die meisten jedenfalls. Ich simplifiziere das und ich rede hier über bestimmte RNA-Viren vor allem. Also bei Coronaviren jedenfalls ist das so. Und jetzt wird also dieses Genom repliziert und die Polymerase kann springen zwischen verschiedenen Templates, also verschiedenen Virussträngen. Und so könnte eben am Ende ein Produkt entstehen, das zum Teil das eine Virus ist, zum Teil das andere Virus, ein rekombinantes Virus. So, und wie sieht das jetzt bei SARS-Coronavirus aus? Das ist das alte SARS. Hier sehen Sie, diese Graphen sind typische Wege, wie wir Rekombinationsereignisse darstellen. Das muss man jetzt gar nicht groß diskutieren, sondern glauben Sie mir einfach hier entlang des Genoms von 0 bis 30.000 Basen, das sind die Genome von SARS-Coronavirus sind ungefähr 30.000 Nukleotide lang, finden Sie eben immer wieder solche Durchmischungen zwischen verschiedenen Viren. Das heißt, SARS-1 oder SARS-Coronaviren rekombinieren im Reservoir in Fledermäusen, finden sich verschiedene rekombinante Viren. Und das sieht bei SARS-Coronavirus 2 gar nicht anders aus. Hier sehen Sie ähnliche Plots. Das ist gerade in, ich glaube, in Nature Impress. Genau das Gleiche wie der Rekombinationsevent. Also auch SARS-Coronavirus 2 ist wahrscheinlich ein rekombinantes Virus. Und wenn Sie mir jetzt nicht glauben, dass Rekombinationsevents wichtig sind für die Entstehung humanpathogener Viren, habe ich gehe ich zurück an den Anfang der Fortbildung und zeige Ihnen, was bei HIV passiert ist. HIV-1, Gruppe M, das Virus, das die Pandemie macht. Das Virus ist bereits eine Simplifizierung, man müsste sagen die Viren, denn es gibt ja sehr verschiedene Mitglieder dieser Gruppe. Aber mir geht es hier um einen Event, nämlich der Vorläufer des menschlichen HIV-1, Gruppe M-Virus hat in Schimpansen existiert oder existiert immer noch, das sogenannte SIV, Simian Immunodeficiency Virus. Und im Schimpansen ist es zu einem Rekombinationsevent gekommen zwischen einem Schimpansenvirus und einem anderen Affenvirus. Und dabei hat ein Vorläufer ein Gen akquiriert. Und dieses Gen heißt VPU, Viral Protein, VPU. Und das Protein, das durch dieses Gen entsteht oder das von diesem Gen kodiert wird, das VPU, kann zu unserem Pech einen zellulären Restriktionsfaktor ausschalten, nämlich das Tetherin. Tetherin ist ein Weg, wie unsere Zellen sich gegen Viren wehren. Neben der angeborenen Immunität wehren sich unsere Zellen gegen virale Infektionen. Das gilt für HIV, das gilt auch für einige andere Viren, indem diese Viren praktisch, wenn sie in der Zelle entstehen und rausgehen wollen, um andere Zellen zu infizieren, dann werden die festgehalten. To tether. Und das Tetherin hält eben Viren fest. Das heißt, HIV-1 ist deshalb leider für uns so infektiös, weil es zu unserem Pech im tierischen Reservoir ein Gen akquiriert hat, das VPU, das unseren Abwehrmechanismus ausschalten kann. Also diesen bestimmten Abwehrmechanismus, das Tetherin. Es gibt andere Abwehrmechanismen, aber das ist eben ein ganz wichtiger. So, und damit komme ich fast schon zur letzten Folie, nämlich was ist denn nun bei SARS-2 oder bei SARS-Coronavirus 2 dann nun am Ende der Wirt? Und die Antwort ist, ich weiß es nicht. Oder wir wissen es nicht. Schuppentiere sind im Verdacht, aber hier sehen Sie ein Schuppentiervirus in dieser stilisierten Stammbaum. Hier sehen Sie ein Fledermausvirus, hier sehen Sie das Menschenvirus. Also das Schuppentiervirus ist nicht der nächste Verwandte zum Menschenvirus, wenn Sie das ganze Genom angucken. Nur dann ist es nah dran am Menschen, wenn Sie hier in bestimmten Aminosäuren des viralen Genoms gucken, die mit dem zellulären Rezeptor interagieren, mit dem S2. Das sieht also auch schon wieder wie ein Rekombinationsevent aus. Also wahrscheinlich ist, wie gesagt, SARS-Coronavirus 2 auch ein rekombinantes Virus. Und die großen Fragen sind erstens, wo ist dieses rekombinante Virus entstanden, in welchem Wirt? Ich denke in Fledermäusen. Belegen kann ich es nicht. Dass wir auf der Suche nach einem Zwischenwirt sind, schieben wir darauf, dass es einmal der Kontakt zwischen Fledermaus und Mensch sehr gering ist, dass es deswegen einen Zwischenwirt geben muss, ja? Genau, und es hat ja ziemlich praktische Implikationen. China hat ja jetzt zum Beispiel den Tierhandel ist dabei, den zu untersagen. Aber welche Tiere sind denn jetzt im Fokus? Welcher Tierhalter müsste denn jetzt aufpassen? Wenn wir jetzt stellen sich vor, wir würden SARS-CoV-2 tatsächlich eliminieren, was sehr unwahrscheinlich ist leider.
als der menschlichen Bevölkerung. Da könnte es natürlich jederzeit wiederkommen aus dem Reservoir. Das würde erreichen, dass wir nicht mehr immun sind oder dass wir genug Kinder haben, die dann eben, siehe die Fledermauswochenstube am Anfang, auch nicht mehr immun sind. Dann würde das ja immer wieder passieren. Also wir müssen schon wissen, was die Quelle der menschlichen Infektion ist. Das hat sehr, sehr praktische Implikationen. Also es geht hier nicht nur um den Erkenntnisgewinn, sondern um eine Umsetzung in eine Public Health relevante Maßnahme. Und leider kennen wir die Antwort nicht. Ich glaube aber nicht, dass die Antwort, wie man es manchmal hört, nämlich im Schuppentier, im Pangolin, dass das so klar ist, wie das jetzt gehandelt wird. Denn die genetische Diversität, das stimmt, wir haben SARS-CoV-2 im Pangolin. Wir haben sogar zwei verschiedene Linien oder Arten sollte man nicht sagen, zwei verschiedene Linien von SARS-CoV-2 im Pangolin. Aber sie sind nicht der direkte Vorläufer des menschlichen Virus. Und die Diversität dieser Viren im Schuppentier, im Pangolin, ist gering. Es könnte also sein, dass verschiedene Pangoline verschiedene Fledermausviren akquiriert haben. Aber das heißt ja noch nicht, dass der Pangolin die Quelle der menschlichen SARS-CoV-2-Infektion sind. Ist denn der menschliche SARS-CoV-2 denn jetzt, muss man sagen, wie viele unterschiedliche Typen gibt es denn davon jetzt? Ist das sagen, ist das in China, in Wuhan derselbe, der jetzt irgendwie im Rheinland irgendwie grassiert, Nein. oder? Nein. Also man unterscheidet verschiedene Linien. In SARS-CoV-2 muss man dazu sagen, das Virus ist schon noch sehr nah verwandt. Das entwickelt sich ja gerade durch die fortgehende Übertragung von Mensch zu Mensch. Aber also die Viren sind klar miteinander nah verwandt. Das ist teilweise, die sind so nah miteinander verwandt, dass es gar nicht einfach ist, solche Stammbaumanalysen zu machen, weil die Viren sich einfach zu ähnlich sind. Und trotzdem kann man ein paar Unterscheidungen machen. Also man kann schon ungefähr sagen, das gehört eher in diese Region der Welt und das könnte daher sein. Aber die Durchmischung ist so groß, es zirkulieren so viele Linien in bestimmten Regionen parallel, dass es im Moment noch sehr schwierig ist, die Auflösung dieser Analysen so hoch zu halten, dass wir bei jeder Infektion sagen können, okay, dieses Virus kommt jetzt meinetwegen aus Italien oder dieses Virus kommt aus China oder. Ja. Also das wird deutlich besser werden in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, und das war es von meiner Seite aus. Wunderbar. Herzlichen Dank. Dann dürfte ich Sie ja kurz bitten, wenn Sie vielleicht die Bildschirmübertragung kurz beenden, dann sehen wir Sie wieder in groß. Ja, muss ich mal kurz gucken, wie das geht. Ich glaube einfach so. In Zoom, genau. Perfekt. Wunderbar. Sagen Sie, kann man denn, wenn es da Unterschiede gibt und wir sehen zum Beispiel, also ja, sind in Deutschland ja gesegnet gewesen damit, dass die Bevölkerung nicht so schwer erkrankt ist wie in vielen anderen Ländern. Das hat auch mit vielen Public Health Measures zu tun. Ja. Kann man das auch sozusagen diese Diversität in, sagen, in dem Virus, der vielleicht bei uns in Deutschland passiert, auch zurückführen? Nein. Nein, wir können nicht davon ausgehen, dass sozusagen das Virus, das im Moment in Deutschland oder die Viruslinien, die zirkulieren, weniger pathogen wären als zum Beispiel in Italien und in Frankreich. Das können wir auf keinen Fall. Ich will damit gar nicht ausschließen, dass es Linien mit gewissen Mutationen geben mag oder dass diese noch entstehen, die pathogener sind oder übertragbarer sind. Das ist eine ganz andere Frage. Aber in der Tat ist es so, dass die vergleichsweise geringere Todeszahl oder Todesfälle, die Anzahl der Todesfälle in Deutschland auf unsere Interventionen, auf unsere Politik zurückzuführen sind und nicht auf virale Eigenschaften. Und Frau Thibault hat mir eine Frage geschrieben, geschickt. Was ist der limitierende Faktor für die Schnelligkeit einer PCR? Andersherum gefragt, wie kurz kann die Testdauer denn werden? Welche Rolle könnte dann ein Point-of-Care-Antigen-Test spielen? Können Sie dazu was sagen? Also die PCR, also das Erste, was Zeit braucht, ist, dass wir die Nukleinsäure aufreinigen in aller Regel, damit man sie besser analysieren kann, also das Erbgut des Virus. Das dauert alleine schon mal 1, 2 Stunden. Und dann muss das Erbgut vervielfältigt werden, damit sie es darstellen können. Und das dauert nochmal 1, 2 Stunden. Und so ergeben sich diese knapp 5, 6 Stunden Turnover zwischen Probeneingang und Ergebnis. Die Antigen-Teste werden natürlich deutlich schneller sein. Am Ende vielleicht 10, 15, 20 Minuten. Antigen-Teste oder CRISPR-Cas-basierte Testverfahren, wie sie jetzt auch gerade zugelassen worden sind zum ersten Mal in den USA, die werden deutlich schneller sein. Und man wird sehen müssen, wie das funktioniert. Also normalerweise kauft man in der Medizin
es gilt, man zahlt eigentlich immer einen Preis. Entweder man ist sehr genau und sehr sensitiv und dann dauert es aber länger, oder man ist halt schneller. Das ist, und genau diese gleichen allgemeinen Prinzipien, die für Sie in der Kardiologie gelten, gelten natürlich für die Virologie oft ganz genauso. Das heißt, die Antigenteste sind schneller, aber weniger sensitiv. Gar kein Wunder, das gilt für alle Antigenteste. Also man wird sehen, wohin das führt. Es kann gut sein, dass die geringere analytische Sensitivität, also im Labor, gar kein Problem ist, klinisch gesehen. Wenn die Patienten so voller Virus sind, vor allem in der frühen Infektion, dann fahren wir doch mit Antigentesten gar nicht so schlecht. Die Frage ist, wofür wollen Sie den Test verwenden? Für Patientendiagnostik oder für Surveillance oder für beides? Und das muss man sich halt klar machen als Nutzer und als, sag ich mal, Stakeholder, wenn Sie jetzt Entscheidungen aus diesen Daten zu fällen haben. Jetzt ist das erste SARS-Coronavirus ja dann möglicherweise von uns von der Bildfläche verschwunden. Das haben wir so bei dem SARS-Coronavirus 2 ja nicht zu erwarten, dass das in ähnlicher Weise geschieht. Wenn das, also was war denn der Punkt, dass das passiert ist? Ist ein Virus selber auch was anders gewesen dann im SARS-Coronavirus 1, dass das plötzlich dann nicht mehr. Ja, wie besprochen, das SARS-Coronavirus 1 oder das SARS-Coronavirus replizierte tief in den Lungen. Das war einfach nicht so gut übertragbar. Und darum waren die Patienten eigentlich, die große Frage ist immer, wann ist ein Patient symptomatisch und merkt, dass er krank ist und hält vielleicht Abstand von anderen Menschen oder ist auch zu krank, um rauszugehen und andere Menschen anzustecken. Und wann ist Also er infektiös und wann ist der Symptombeginn? wir konnten durch die Maßnahme das eindämmen, sozusagen, dass wir einfach sagen, alle durch die Isolation der Patienten Genau, so. bei SARS ging das eben. Bei SARS ging das, weil die Patienten symptomatisch waren, bevor sie richtig infektiös wurden. Und bei SARS-Coronavirus 2 ist es leider genau wie bei der saisonalen Influenza. Die Patienten sind infektiös, bevor sie symptomatisch werden, ein, zwei Tage vorher. Da sind sie sogar noch schlimmer. Sie sind am infektiösesten. Also gerade die Patienten, die noch nicht merken, dass sie vielleicht Fieber haben oder Kratzen im Hals, die sind eigentlich unfassbar, also wirklich ansteckend. Und das ist das große Problem. Herzlichen Dank, Professor Drexler. Gut, dann verabschiede ich mich von Ihnen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen sehr. Gerade in diesen Wochen haben Sie sehr, sehr viel zu tun. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und wenn es Fragen von den Kollegen gibt, hoffe ich, dass wir Sie dafür nochmal gewinnen können und hoffe, dass wir Sie im Verlauf, wenn Sie wieder ein bisschen ruhigere Zeiten haben, wie Sie nochmal gegen den spannenden Komplex gewinnen können. Alles klar. Vielen Herzlichen Dank. Dank. Alles Gute Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Bleiben Sie gesund. Ja, Tschüss. vielen Dank. Tschüss.